Herzlich willkommen auf Kiki TV, der erste Meidlinger Sender, wo wir heute das erste Mal ausstrahlen. Und wir haben heute das erste Interview mit dem Herrn Kommerzialrat Ernst Dombola vom Leder- und Taschengeschäft von der Meidlinger Hauptstraße. Herr Dombola. Dombola. Dombola, Entschuldigung. Wie geht es Ihnen hier mit dem Geschäft? Ja, wir sind eigentlich zufrieden. Es gibt also bei uns ein breites Angebot, das reicht also von Damentaschen über Geldbörsen bis zu Herrentaschen. Aber jetzt ist auch wieder die Reisezeit angebrochen und dadurch verkauft man auch sehr viele Koffer und Reisetaschen. Also wir sind zufrieden. Wie lange gibt es Ihre Firma schon? Ist es ein Familienbetrieb? Wer hat ihn gegründet? Wie ist er entstanden? Ja, ich bin in der dritten Generation in der Lederwarenbranche. Mein Großvater und mein Vater haben eine Erzeugung gehabt und ich habe vor 45 Jahren mit meiner Frau das Geschäft aufgemacht und seitdem sind wir hier und sind eigentlich sehr zufrieden auf der Meidlinger Hauptstraße. Der Herr Dombola ist auch Bezirksobmann, Stellvertreter für den 12. Bezirk für den Handel. Und wie lange sind Sie da schon? Ja, das, also die Funktion gibt es jetzt, glaube ich, 7, 8 Jahre und seitdem habe ich die Funktion, ja. So, wir haben einen kleinen Standortwechsel gemacht. Hinter uns sehen wir Handtaschen, kleine Taschen, große Taschen. Herr Dombola, können Sie uns da irgendwas einmal vorstellen für die Damen? Ja, natürlich. Also wir haben, sagen wir jetzt einmal, elegante Taschen, die man am Abend auch tragen kann, mit einem langen Henkel. Wir haben praktische Taschen, wo also viel reingeht, über Außenfach, innen natürlich Unterteilung. Und wir haben natürlich auch große Taschen, mit denen man zum Beispiel einkaufen gehen kann, wo also sehr viel reingeht und wo man also genug Platz hat, wenn man einkaufen geht. Ich habe mich im Geschäft jetzt ein bisschen umgeschaut. Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Hammer. Man kann zufrieden sein, es ist Qualitätsware. Und Herr Dombola, wie sind Sie eigentlich damals zu diesem Job gekommen? Ja, wie gesagt, ich bin in der dritten Generation in der Lederwarenbranche, bin an sich geprüfter Taschenmeister. Also ich habe auch in meinem Leben schon viele Taschen gemacht, aber das ist also auch schon lange her. In der Zwischenzeit haben wir so gute Lieferanten und dadurch war es für mich eigentlich immer klar, dass wir mit Taschen ein Geschäft aufmachen. Meine Frau ist bei mir beschäftigt, meine Tochter ist bei mir beschäftigt, also das heißt, es wird noch weitergehen. Also ein richtiger Familienbetrieb. Wahrscheinlich werden Sie auch Enkelkinder haben, die was vielleicht... Ich habe 2 Enkelkinder, aber ich glaube, die werden studieren, aber werden wir sehen. Okay, ich möchte aber an dieser Stelle noch betonen, der Herr Kommerzialrat ist einer unserer Sponsor immer gewesen bei unseren Benefizveranstaltungen wie Oktoberfest, Krampusfest. Ohne ihn hätten wir das auch nicht geschafft und da möchte ich mich auch einmal ganz herzlich bedanken. Ja, danke. Und wir würden uns freuen, wenn wir wieder zu Ihnen kommen können. Ja. Vielleicht, wenn die Gattin auch da ist und wir noch ein kleines Interview führen können. Gerne, ja. Das ist möglich. Im Moment ist die Gattin bei den Enkelkindern, aber nächste Woche ist es sicher leicht möglich. Zum Abschluss noch, Herr Kommerzialrat. Ja. Viele Frauen denken ja auch nach, Handtaschen zu kaufen, die auch Sicherheit bringen. Gegen Taschendieben oder zum Aufschneiden. Wie verhält sich es mit Ihnen, mit Ihren Taschen? Ja, das ist natürlich im Moment ein großes Thema. Ich meine, das eine ist, die Tasche soll funktionell sein, also das heißt, sie soll einen langen Henkel haben, dass man es umhängen kann, sie soll Außenfächer haben, wo man Schlüsseln, Fahrscheine und eventuell Taschentücher reingibt und sie soll natürlich sicher sein, also das heißt, oben noch ein Zip drüber, innen ein Fach fürs Geldbörsel und da auch noch ein Fach, also das ist sehr wichtig. Das Gleiche ist natürlich auch bei Herrentaschen, wenn man
in der U-Bahn fährt, ist wichtig, dass sie fest zu sind, dass man sie nicht leicht aufmachen kann und dass Geldbörseln, Schlüsseln, Ausweis und so weiter gesichert ist. Und dann sind die Kunden auch zufrieden und nehmen das gerne. Und wie sieht es mit Garantie aus? Es ist ja rein vom Gesetz her 2 Jahre Garantie auf alle Artikel und das halten wir auch ein. Es kriegt natürlich ja jeder eine Rechnung und mit der oder 2 Jahre Garantie. Herr Kommerzialrat, bedanke mich für diese Belehrung und die Damen und die Herren werden sicher zufrieden sein mit Ihrer Tasche. Danke auch. Dankeschön. Vielleicht bist du die Enzyklopädie, die beschreibt, warum und wie wir funktionieren. Vielleicht bist du mein Stimmgerät, das mich richtig dreht, wenn ich Blödsinn red. Mit dir wird's niemals monoton, schreist Allusion durchs Megafon. Ich will mit deinen Worten schmusen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du für alles einen Beweis. Doch das mit uns kannst du mal einfach nicht erklären. Wir sind heute zu Gast im kleinen, aber feinem Schmuckgeschäft Kismet auf der Meidlinger Hauptstraße Nummer 36. Wir haben die Inhaberin von Mikrofon. Und meine erste Frage wäre, woher kommen Sie mit Ihren Gatten und wie fühlen Sie sich in Österreich wohl? Wir kommen aus der Türkei, aber leben seit 40 Jahren schon hier. Das heißt, wir fühlen uns hier wie zu Hause. Ja? Das ist schön. Wir sehen hier sehr relativ schönen Schmuck für die Damen. Ich weiß auch aus Erfahrung, weil ich selbst der Kunde bei Ihnen bin, dass hier auch Reparaturen, Änderungen gemacht werden und immer zu kostengünstigen Preisen. Stimmt, weil ich das alles selber durchführe. Wir knüpfen, wir fädeln nach Geschmack des Kunden. Wir machen alles, was eigentlich möglich ist in unseren Händen. Haben Sie noch später einmal, wenn Sie in Pension gehen, auch Nachfolger, die dieses Geschäft übernehmen? Sieht momentan nicht so aus, weil der Junior studiert gerade Medizin und hat andere Pläne. Vielleicht von den Nichten jemand. Ja, aber es kann sein, es ist aber noch Zeit ein bisschen. Das ist klar, ne? Aber es wäre schön, wenn dieses Geschäft noch die nächsten 50, 60, 70 Jahre bestehen würde. Die Kunden würden sich darauf freuen, das weiß ich schon. Genau. Können Sie uns irgendeine Auswahl für Ladies zeigen? Also dort gibt es wunderbaren Schmuck. Also, ich sehe hier so schöne Ringe. Genau, das ist alles, was Sie hier sehen, auch in diesem Geschäft, sonst in allen anderen Vitrinen, sind aus Silber. Mit synthetischen Steinen, aber auch mit Halbedelsteinen oder Edelsteinen besetzte Schmuckstücke. Wir haben Schmuck für jeden Geschmack, wirklich. Für jeden Geschmack. Also wir haben kleine Sachen, große Sachen, zart und auch etwas pompöse Sachen. Aber auch für Herren haben wir Schmuck, die dürfen es nicht vergessen. Auch für Herren? Ja, natürlich, wir haben für Herren Silberketten, Anhänger, Armbänder, alles. Also wir haben auch speziell so Totenkopfmodelle, die Sie sonst nicht überall finden. Herrenringe haben wir mit Steinen, ohne Steine. Also wir haben wirklich viel. Wir haben solche Sets, die wir in Italien machen lassen. Die kommen sehr gut an bei unserer Kundschaft zum Schenken, zum Selbertragen. Also wie Sie sehen, von klein, von 5 Euro bis wie viel Euro, alles da. Also ich würde eine sehr breite, wirklich eine breite. Ja. Ich würde den Damen in Österreich empfehlen, wenn sie nach Meidling kommen, in den 12. Wiener Gemeindebezirk, kommen sie zu Kismet. Hier werden sie ehrlich behandelt, hier werden sie fair behandelt und hier haben sie kostengünstige Preise. Dankeschön. Also viele Kunden, Stammkunden, die... Also wir kommen sehr gut aus mit unseren Mitmenschen, mit Nachbarn, Nachbarinnen speziell und auch mit Kunden. Und wir sind sehr froh, hier zu sein. Also ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich bin schon sehr lange auf der Meidlinger und ich kenne das Geschäft sehr gut. Und ich muss sagen, Chefin und der Chef, der steht da hinten, er traut sich nicht, sind sehr liebenswürdige Leute, ehrliche Leute
Und hier werden Sie wirklich mit fairen Preisen behandelt und auch mit Service. Dankeschön. Liebe Freunde von Marek TV und von Kiki TV, wir sind heute eingeladen in einem ganz besonderen Geschäft mit einer riesengroßen Auswahl an Zigarren. Und da fehlt nur der Whisky. Ich habe gelernt, ein lauwarmer Whisky mit einer guten Zigarre, das ist ein Genuss. Und ich habe die zwei Inhaber hier bei mir. Und meine erste Frage, wie lange gibt es euch hier schon in Meidling? Also hier in Meidling seit 1988. Aber die Familie ist schon seit den 1920er Jahren in diesem Bereich tätig. Ja. Also kann man sagen, dass Ihre Familie faktisch eine alteingesessene Meidlinger Tradition hat in diesem Geschäft? Nein, das nicht, aber in dieser Branche. Okay. Ich darf Ihnen jetzt die Gattin vorstellen. Für was sind Sie hier verantwortlich? Ja, für den Einkauf, für Präsentation, ja, dass alles passt. Und ja, mein Lieblingsbereich ist eigentlich jeder Humidor und ja, natürlich alles, was mit Accessoires und so zu tun hat, das ist mein Ding. Mich würde interessieren, ich habe das einmal so gehört, Zigarren brauchen eine eigene Temperatur. Ist das richtig? Ja, Temperatur weniger wie Luftfeuchtigkeit, ja. Also relative Luftfeuchtigkeit. Wir haben da drinnen 70-75%. Zigarren haben die Wärme eigentlich ganz gern, aber die Feuchtigkeit brauchen sie, ja. Würden Sie uns, wenn Sie so freundlich sind, uns ein paar Zigarren vorstellen? Ja, also direkt. Was für ein Genuss richtig ist. Beim Namen vielleicht. Nicht, nicht. <ja. lacht> Punkt der Werbung. Aber ja, wir haben eigentlich Zigarren aus vielen karibischen Ländern. Kuba, Nicaragua, Dominikanische Republik, Brasilien. Ja, alles, was das Herz begehrt, sehen Sie da. Alle Formate. Irrsinnig viele verschiedene Marken. Der österreichische Markt ist mittlerweile ja riesengroß geworden, was das betrifft. Ja, früher haben wir noch 5, 6 Großglockner, Adelberg, Virginia gehabt. Aber mittlerweile ist die Auswahl wirklich riesig und ja, ich glaube für alle was dabei. Stichwort Großglockner. Da weiß ich aus meiner Kindheit eine ganz kleine Geschichte. Mein Papa hat immer Großglockner geraucht. Dann hat zwischendrin eingedämpft. Früher war das so üblich. Er hat sich die Aschen aufgehalten und hat sich damit die Zähne geputzt. Es war einfach so. Und dann ist einmal draufgekommen, dass wir waren 6 Burmer, immer einen Zigarren gestibitzt haben. Und dann ist er hergegangen und hat uns einmal antreten lassen im Wohnzimmer. Jeden eine Zigarre verabreicht und hat gesagt, meine Herrschaften, und jetzt raucht's. Nur wir haben nicht eines gewusst, da waren Sauborsten drin. Und was Sauborsten noch anrichten, das kann man sich vorstellen, wir haben gestritten. Also das war recht eine lustige Zeit da. Früher hat es ja einzeln gegeben, auch Zigaretten und genau, hast ja. Das beim Gastwirt einzeln gekriegt. Habt ihr auch handgedrehte Havanna? Natürlich. Ja, darf man sowas einmal sehen? Ja, wir haben da eigentlich zwei Seiten. Da jetzt einen Schachtel aufmachen. Also, wow. Das ist ja... Ganz was Edles. Ganz was Edles, ja. Wow. Im Prinzip haben Sie da im Humidor, sehen Sie fast alles, also Ausnahmen, aber sonst alles ist handgefertigt, handgerollt, ja. Alles Longfeller-Produkte. Ja, und aus Kuba haben wir mittlerweile auch sehr viel Auswahl. Und wie schwenken da die Preise? Ja, eine kubanische Zigarren, würde ich sagen, kriegt man zwischen 3 und 50 Euro. Ja. Durchschnittspreis, würde ich sagen, 15, 16 Euro. Das ist eine gute kubanische Zigarren, ja. Also da sind wir richtig in einem Paradies für Zigarrenraucher und Whiskytrinker. Das stimmt, ja. Leider Whisky
Noch nicht. Nein, ich habe von einem guten Freund von mir, der ist Afrikaner, habe ich gelernt, einen lauwarmen Whisky und eine gute Zigarre. Also von dem habe ich das gelernt. Aber was wir besonders mögen zur Zigarre, ist ein guter karibischer Rum. Wow. Also da kriegen wir richtig Gusto. Aus Kuba, aus der Domrep, wo auch immer. Das sind tolle Getränke. Da kriegen wir richtig Gusto. Ja. Na, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns in dieses Heiligtum reinlassen haben. Gerne. Ja. Für das Gespräch. War sehr aufschlussreich. Und wir werden uns sicher wieder irgendwann einmal treffen zu einem kleinen Interview. Und auf eine gute Zigarre. Ja. Und auf ein, natürlich, den Whisky bringe ich mit. Okay? Dankeschön. Ja. Sie können dann auch gerne einen Blick in unser Pfeifenparadies machen. Wir haben sehr viel Pfeifenauswahl auch draußen. Super. Und wenn Sie möchten, ja, gerne. Bitte kommen Sie. So, jetzt befinden wir uns im Verkaufsraum bei den wunderschönen Vitrinen. Man sieht wunderschöne Meerschaumpfeifen, andere Pfeifen. Können Sie uns da etwas erzählen? Ja, also jetzt speziell über Pfeifen. Wir haben also hauptsächlich natürlich Brierholz, das ist ganz spezielles Holz, aus dem Pfeifen gemacht werden. Hier in den Vitrinen stellen wir halt besondere Stücke aus. Das ist jetzt das, was zum Beispiel Sie da sehen, ist ein österreichischer Pfeifenmacher, der alles Freehand-Pfeifen, also alles Sondermodelle, Einzelstücke fertigt. Da sind wir schon, wenn es Sie interessiert, so in der Preislage zwischen 200 bis 400 Euro. Wir haben aber natürlich auch Einsteigerpfeifen, ja, für Leute, die gerade anfangen zum Pfeifenrauchen, um 30, 40 Euro. Ja, soll ja für jeden was dabei sein. Mittlerweile rauchen sehr viele junge Leute auch Pfeife, ja, weil ich habe das Gefühl, es geht schon eher in die Richtung Genuss. Ja, weg von der Zigarette ein bisschen, vielleicht eher mehr Zeit nehmen zum Rauchen. Und deshalb habe ich auch ehrlich gesagt sehr viele junge Pfeifenraucher mittlerweile als Kunden. Ich weiß, es gibt, ohne es den Namen zu nennen, es gibt wunderbare Pfeifentabake. Ja. Also ja. Zum Beispiel aus Holland. Ja, in Deutschland gibt es einige Pfeifenfabriken, eine dänische, natürlich in Dänemark. Ich meine, grundsätzlich geht schon, tendiert die Richtung schon eher mehr zu süßen Tabaken, zu aromatisierten Tabaken. Aber englische rauchige Tabake werden mittlerweile auch ziemlich oft nachgefragt. Ich sehe da gerade Wasserpfeifen. Ja, das ist wieder eine andere Materie. Sehr, sehr interessant. Ja, ja, das nimmt eigentlich auch immer mehr zu, obwohl es leider die Shisha-Bars geschlossen haben. Jetzt rauchen halt höchstwahrscheinlich die Kunden daheim weiter. Ja. Sie lassen sich ja nicht abhalten von irgendeinem Verbot. Und ja, Wasserpfeifen, große Nachfrage. Da gibt es ja x Tabake. Wir haben eine unglaubliche Auswahl mittlerweile an Wasserpfeifen-Tabaken, ja, hunderte verschiedene Marken. Und, ja. Ich denke mal irgendwo, man sagt immer, ja, Nikotin macht süchtig. Mhm. Aber es macht ja alles heute so süchtig. Ein Tee, ein Kaffee, man hat die Sparten riesengroß, sogar eine Schokolade. Also, die Sparte ist wirklich riesengroß. Was mir auch ganz besonders gefällt, ist die Vitrine. Mhm. Da sind auch wunderschöne Pfeifen drinnen, mit so Mundstücken in grün und rot. Ja, ist ein bisschen also, was für die ausgefallenen Pfeifenraucher. Ja. Lustigerweise, diese bunten Mundstücke, die greifen eher die Frauen danach, ja, die ihren Männern Pfeife schenken. Jetzt habe ich schon gedacht, Frauen rauchen Pfeifen. Eher weniger, gibt es sicher auch durchaus, aber so als Geschenk, Frauen sind immer mutig beim Aussuchen, ja? Die suchen den Männern eher immer die ausgefallenen Stücke aus. Ich weiß es von einer Geschäftsfrau da in Wien, die raucht sogar Zigarren. Ja, na, Zigarrenraucherinnen haben wir einige, also mehr sicher wie Pfeife, ja. Aber Pfeife ist schon auch immer ein bisschen so die männliche, ja, Tendenz männlich. Genau. Nein, ich denke mir einfach, Sie als Chefin da im Verkauf, das sieht man schon bei Ihnen bei den Augen, dass es macht Ihnen Spaß. Das macht mir Spaß. Es macht Ihnen Freude, die Kunden gut zu beraten, gute Preise anzubieten. Naja, es macht mir Spaß, weil es ein schönes Handwerk ist. Also ich liebe Zigarren, ich liebe Pfeifen, obwohl ich selber eigentlich vor 20 Jahren als Nichtraucherin in dieses Geschäft eingestiegen bin. Mittlerweile rauche ich halt Zigarren und Zigarillos, aber... Aber hallo.
Mit Genuss. Ja. Mit Genuss. Und was jetzt die Frage gesagt, nicht gesund und nicht, und es ist halt, Genuss ist halt, heißt auch nicht jetzt in Unmengen konsumieren. Ne? Das heißt, das ab und zu eine gute Zigarre, nicht inhalieren, einen guten Rum dazu, wie Sie vorher gesagt haben, oder Whisky. Mhm. Das ist für mich halt ein Rauchgenuss, ne? Und das möchte ich auch so verkaufen. Was mir so gefällt auch bei den Pfeifen, sind ja die speziellen Feuerzeuge und die Tabakbeeren, wie man so schön sagt, ja, ne? Aus Leder. Ne? Es ist für jeden was dabei. Ja, ich denke auch. Gell? Ja, ich denke, wir haben viel Auswahl. Man sieht es ja auch da in den Rundweg drinnen, also das sind wunderschöne Pfeifen, jede Preisklasse. Also ich würde euch empfehlen, da draußen, kommt her da auf die Meidlinger. Ein wunderbares Geschäft, du wirst freundlich bedient, super Personal und wir haben alle auch Freude. Ja, wie sagt man so schön? Kann ich sagen. Gut Rauch. Kurz nach 12 schon nicht mehr heute. Da, 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 da. Wer weiß, wohin das mit uns führt, du bist gescheit, ich bin gerührt, das ist mir wurscht, was funktioniert. Wer weiß, was wir endlich sind, du gibst mir hin, heute das sind, gefühlte Wahrheit ist gone. Wir befinden uns hier auf der Meidlinger Hauptstraße Nummer 36 im Soft Rock Café. Dieses Lokal besteht seit ungefähr 3 Jahren. Heute ist hier in Meidling der Meidlinger Markt auf der Meidlinger Hauptstraße. Man kann hier einkaufen, man kann hier shoppen, gut essen, gut trinken. Und außerdem haben wir hier heute den Boris, einen sehr guten Austropopa. Anna, wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier ein Lokal zu gründen? Ja, die Idee ist gekommen, wir lieben Menschen, wir lieben unseren Beruf und das, glaube ich, das passt bei uns perfekt und wir machen das Beste daraus. Also diese Aussage kann ich unterstreichen und eidesstaatlich erklären. Hier im Softrock-Café kann es passieren, du kommst am Freitag rein und es gibt einen Maskenball. Es ist einfach so. Wir haben hier auch Veranstaltungen wie Oktoberfest, Krampuslauf, Weihnachten, Nikolaus, Geburtstage, also die zwei Mädels reißen sich im wahrsten Sinne des Wortes den A auf für die Gäste. Sie sind freundlich, ehrlich und immer zuverlässig. Wir haben die nächste große Veranstaltung, Oktoberfest, dann kommt der Nikolaus, dann kommt der Krampuslauf, Silvester. Kommt rüber zu uns, hier seid ihr wirklich gut aufgehoben. Und ihr fühlt euch heimisch. Wie hat heute so schön einer gesagt zu mir, der Softrock-Café ist sein Wohnzimmer. Danke und ciao. Wir freuen uns auf euch. Wir begrüßen unsere Zuschauer auf KikiTV, der neueste Sender in Österreich. Wir befinden uns hier in einer illustren Runde zwischen Scheintod und Tod. Ich habe da ganz gute Gesprächspartner, alte gute Freund. Und die erste Frage geht einmal an einen pensionierten Beamten. Wie fühlst du dich in der Pension? Gesund und glücklich. Und wie schaut es mit einer Money, Money, Money aus? Also mein Brot, meine Butter, meine Milch kann ich mir leisten. Das finde ich schön. Also du brauchst keine Unterstützung? Nein, zum Glück nicht. Da bin ich wirklich glücklich. Und jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Menschen. Ein Motorradfahrer, ein Biker. Wie fühlst du dich auf deiner Maschine, wenn du so durch die Landschaft braust? Frei und glücklich. Seht's, und das macht ja das Leben aus. Was hältst ihr da vom Softrock-Café? Ja, das ist schwer in Ordnung. Die Musik ist sehr gut, die Bedienung ist spitze und das Bier schmeckt. Das ist ganz wichtig. Schmeckt's dir auch? Ja, sehr gut. Du schimpfst ja immer über die Steirer. Warum trinkst du eine Bundegammer? Ich entwickle sie lieber über die Steiermark. Na, es ist einfach so, gell? Jetzt kommen wir zum Hansi. Das ist ein Partner von mir, mit dem was ich immer die Veranstaltung auf der Meidlinger mache. Hansi, wie fühlst du dich im Softrock-Café? Super. Seit wir sie eröffnet haben, kein Vergleich.
Also haben wir es wieder bestätigt, Softrock-Café ist die Nummer 1 in Meidling. Auf der linken Seite, naja, vom Schön sind wir noch weit weg, aber er ist ein ganzer Lieber. Zeitweise ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber er kann nichts dafür. Wie fühlst dich du im Softrock-Café, du Preisschnapser? Das ist mein zweites Zuhause. Und, wie schaut es mit dem Ötezettel aus? Darf ich nicht ausfüllen, weil da muss die Anja unterschreiben oder die Buschi. Er ist nämlich ein ganz lustiges Kerlchen, wenn seine Frau anruft. Jetzt einmal ein Schwank aus seinem Leben. Wenn seine liebe Frau anruft, dann sagt er immer, Schatzi, ich komme gleich. 5 Minuten. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ab und zu komme ich heim. Sprachlos, ne? Ja, aber er sagt immer, in 5 Minuten. Und dann haben wir wieder einen Schnapser an der Hand. Es dauert halt dann 3 Minuten. Es ist so. Es ist mir selber schon passiert, nicht nur einmal. Man kommt um 10 Uhr Vormittag her, geht um 10 Uhr auf die Nacht heim, weil es einfach gemütlich ist, weil die Getränke schmecken, die Leute sind lieb. Und ich glaube, das macht das Leben aus, oder? Ich sage ja vom ersten Tag auch. Seht's, und darum möchte ich euch alle einladen, kommt einmal ins Softrock-Café vorbei. Ihr werdet sehen, ihr werdet da gut bedient. Es ist wirklich eine polnische Gastfreundschaft. Danke.